Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Project Hospital hier auf meinem Kanal. Ja, wir haben hier ziemlich viele Probleme, wie ihr seht. Wir haben hier diverse Probleme. Zu viele Leute sollten kommen heute. 50% mehr Patienten und wir haben 62 Patienten jetzt abgewickelt. Wir haben eine Bewertung, ein Ansehen von nur noch 2 Sternen, das ist richtig mies. Aber okay. Wir können nicht alle Patienten machen, es sind verdammt viele kollabiert. Es warten zu lange, weil zu viele Patienten da sind. Wie man hier sieht, ne? Sind noch immer verdammt viele Patienten, die hier warten. Und dementsprechend haben wir gar keine andere Möglichkeiten, als hier irgendwie was zu machen. Es sind fast alle Betten belegt hier in der Notaufnahme. Passt auf, hier wahrscheinlich auch, ne? Ja, das ist auch belegt, das Bett. Dementsprechend, wir haben zu viele Patienten gerade hier. Orthopie, die hat diesmal richtig gutes Geld gebracht. Hier ist schmutzig ohne Ende. Auch das müssen wir noch ändern. Wir müssen gucken, dass wir die Stationen aufbessern. Das hier muss gemacht werden, etc. Ne? Das ist verdammt wichtig. So, Kardiologie. Brauchen wir auf jeden Fall wahrscheinlich mehr Hausmeister. Wir werden den Korridor hier erstmal erweitern, dass hier auch sauber gemacht wird. Das ist, glaube ich, wichtig, weil sonst ist das hier viel zu schmutzig. Wir brauchen mehr Personal hier für Patient kollabiert. Nächster Patient, okay. Wir brauchen hier definitiv mehr Personal, weil die kommen gar nicht hinterher, ne? Lange Wartezeit für Betten. Es gibt keine freien Betten für stationäre Aufnahmen. Ja, das ist das Problem. Ich weiß es. Ich weiß, das ist das Problem, Leute. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir hier mehr Personal einstellen, was das betrifft, ne? Ich würde sagen, wir packen tagsüber auf jeden Fall noch einen weiteren Hausmeister hier rein. Eine Reinigungskraft. Hat die relativ gut reinigt dann halt dementsprechend, ne? Müssen wir erstmal machen. Weitere Reinigungskraft hier auf der Station. Wir wollen gucken, dass wir sauber bleiben. Ich werde nochmal eine Reinigungskraft einstellen. Ist total egal. Kommt. Einen für tagsüber, einen für den Nachtschicht nochmal. Dann sollte es auch dementsprechend passen, hoffentlich. So, der Korridor hier oben wird auch erweitert. Auf dem Bereich hier noch. Von mir nehmen wir den Bereich hier auch noch mit. Dann haben wir hier auf jeden Fall den Bereich auch sauber. Der Bereich hier, doch, der Bereich wird auch noch zum Korridor gezählt. Von der Kardiologie. Also dementsprechend dürfen die natürlich verdammt viel sauber machen, ne? Verdammt viel. Aber okay. Ist halt so, können wir nicht ändern. Wir müssen gucken, dass wir es irgendwie hinkriegen. Und wir müssen auf das Ansehen achten. Das ist ganz, ganz wichtig, Leute. Wo ist jetzt der Arzt? Der hat hier noch einen Patienten sitzen. Der Arzt hat hier noch viele, viele Patienten sitzen. Die hat hier irgendwas Kritisches. Sieht man schon, weil die sich die Arme verschränkt. Da müssen wir drauf achten. Aber ich würde sagen, die geht direkt auf die Überwachungsstation. Der Notarzt kommt wieder. Was bringt der jetzt? Patient. Er war klar, dass er einen Patient bringt, ne? Das scheint was für die Orthopädie zu sein. Kein kritisches Symptom. Dann werden wir das erstmal machen. Wir werden einmal eine körperliche Untersuchung machen, bitte. Ich gehe davon aus, dass wir da auch ein bisschen Geld für kriegen. Wird nicht viel sein, denke ich mal. Nee. Viel wird es nicht sein. Vielleicht 500. Mit viel Glück 500, ansonsten 400, ne? Wenn wir Pech haben. Aber okay. Ist jetzt nicht viel Geld, aber zumindest wieder etwas. 500 ist zumindest etwas, ne? Besser wie nichts.
Aber wie gesagt, Orthopädie hat verdammt viel auf der Stützung gemacht. Alter Falter. Nice. 11.000 durch die Cardio, das ist schon echt verdammt gutes Geld, was wir dadurch kriegen, ne? Viel ausgegeben haben wir nicht. Der ist gut dabei. Das sollte eigentlich kein Problem sein für den Patienten. Wir brauchen wieder dann noch ein weiteres TC. Wir wollen jetzt nach und nach die Station für die Cardio. Hier die Station wollen wir nach oben verlegen. Das ist die Überwachungsstation, soweit ich das weiß. Nee, das ist die Normalstation. Das ist die Überwachungsstation und das ist die Überwachungsstation. Dann werden wir die Normalstation jetzt nach oben verlegen. Nach und nach. Dass da auf jeden Fall die Personen erstmal reinkommen können. Und dementsprechend erstmal die Räume besser gestellt sind. Dann kommen die hier raus. Ist auch schon mal eine ganz gute Sache. Dann können die hier auf jeden Fall raus. Der Raum kann weg. Wir können dann anschließend auf die Überwachungsstation gehen. Und so weiter. Okay. Gut. Ich würde sagen, wir machen die Normalstation hier hin. Hier würde ich die Normalstation hier machen. Na? Dementsprechend werden wir hier eben eine Wand aufbauen. Dass das auf jeden Fall auch ist. Dann machen wir hier die Normalstation. Ich weiß nicht, wie wir die Räume gestalten werden. Wir werden aber auf jeden Fall gucken, dass wir da was hinkriegen. Die Normalstation will ich aufbauen, indem wir hier erstmal einen Kasten machen. Dann werden wir einen Raum ausgestalten. Pass auf, wir bauen auf jeden Fall die Betten. Machen wir die hochmodernen Betten. Kosten natürlich auch dementsprechend viel Geld. Die normalen kosten 600. Die hochmodernen kosten 3000. Ne? Das ist schon verdammt viel Geld. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal die normalen. Machen wir drei Betten hier rein. Dann machen wir die so. Wir wollen ja nicht zu viel Platz verlieren, ne? Pass auf, wir machen die drei Betten hier rein. Wir wollen ja nicht zu viel Platz verlieren, ne? Das ist das ja. Zu viel Platz wollen wir auf jeden Fall nicht verlieren. Das ist das. Wir machen Wanddefibrillator, die Bettensockel machen wir hier rein. Dass das auf jeden Fall auch ist. Wanddefibrillator kommt hier rein. Und Nachtschrank. So, können wir noch irgendwas machen? Können wir irgendwie Blumen draufstellen oder sowas? Nee, ne? Das geht nicht, ne? Nee, Blumen draufstellen geht nicht. Das ist klar, weil ja, weil das Essen draufkommt anschließend, ne? War ja klar. Wir werden die Wände gestalten. Nein. Wir werden die Zimmer machen. Wir werden das Zimmer hier beenden. Dann machen wir das Zimmer ein bisschen größer mit einer Türe drin, ne? Türe ist sowieso klar. Dann machen wir die Wände noch schön. Was machen wir? Machen wir ein dunkles Holz oder machen wir das hier, ne? Machen wir das hier rein. Oder? Machen wir das? Wir machen das hier. Passt auf.
Sieht, glaube ich, auch gar nicht mal so schlecht aus dann. Sieht, glaube ich, dann auch gar nicht mal so schlecht aus, ne? Okay, das sieht gut aus. Wir machen hier ein Sofa rein. Dass ihr auf jeden Fall auch Fernsehen gucken könnt. Ein Schrank mit Schubladen. Dann kommt ein Fernseher rein. Dann kommt noch ein Radio. Dann wollen wir noch ein Bücherregal machen. Machen wir hier ein schönes Bücherregal daneben noch. Dann machen wir es hier hin. Hier geht nicht, ne? Dann machen wir es dahin. Dann kommt noch ein schicker Stuhl dahin. Man sich dann auch dahinsetzen kann. Dann machen wir auf jeden Fall noch eine Pflanze rein. Machen wir hier die Topfpflanze rein, ne? Dass das auf jeden Fall auch nicht so schlecht aussieht. Traumawerkzeuge, nee. Tasse, nein. Machen wir noch eine ein Infobrett? Ah, nee. Infobrett, nein. Posterinfektionen machen wir hier rein. Wir sind hier auf der Cardio, ne? Wo ist hier Herz da? Poster Herz machen wir noch hier rein. Und Poster Venen waren das, ne? Ja, da. Machen wir noch hier rein. Dann machen wir noch den Boden schön. Welchen Boden nehmen wir? Wir nehmen hier schönen Holzboden, ne? Dann sollte es an sich eigentlich ganz schön aussehen, das Zimmer, ne? Das ist die Normalstation für die Cardio. Cardio, wo ist er? Normalstation für die Cardio. Das gleiche werden wir dementsprechend auch nochmal daneben bauen. Kopieren wir nochmal. Ja, kopieren wir. Okay, sollte erstmal reichen. Dann machen wir zu Not noch ein Zimmer. Wir machen hier den Korridor, die Wand auf jeden Fall fertig. Dann den Boden hier dementsprechend. Dann sieht das gar nicht mal so schlecht aus, ne? Okay. Korridor wird auf jeden Fall noch ausgewählt. Korridor. Okay. Damit haben wir jetzt hier die Normalstation der Kardiologie einmal ordentlicher gestaltet. Wo haben wir den Eingang? Eingang müssen wir irgendwo hier haben. Das ist die Cardio, die ist die Normalstation.
Problem ist jetzt, hier warten natürlich ein paar Patienten noch. Ja, irgendwas Kritisches. Die hat auf jeden Fall irgendwas Kritisches, Leute. Irgendwas hat die Kritisches, ne? Das gilt es jetzt auch noch rauszufinden, Leute. Aber mal gucken. Blasse Haut auf jeden Fall, Taubheit, Haarverlust, Schmerz, Krämpfe, Schwäche. Peripere Arterienkrankheit. Die hat eine Hypertension, dann kriegt er auf jeden Fall die Medikamente. Kriegt ihr bitte auch eine stationäre Aufnahme. Würde ich vorschlagen. Das auf jeden Fall. Geht zu Stuhl, geht zu Bett, okay. Kurze Wartezeit, schöne Umgebung, das ist schon mal perfekt. Stationäre Aufnahme kriegt der auf jeden Fall. Ja, die Station macht es so langsam, ne? Von der Kardiologie. Das ist schon mal in Ordnung. Da bin ich schon mal super zufrieden mit, Leute. Dadurch haben wir schon mal die Möglichkeit zu sagen, okay, das funktioniert schon mal. Die Patienten sind schon mal zufrieden hier soweit. Vor allem, die können hier lesen, die können Fernsehen gucken, die können Radio hören, etc. pp. Ne? Toiletten sind ja auf jeden Fall direkt in der Nähe, 4 Stück. Wäre auch kein Problem. Schöne Umgebung, kurze Wartezeit. Das ist perfekt. Das ist perfekt, Leute. So, dementsprechend danke ich euch einfach erstmal fürs Zuschauen. Geht zur Apotheke, okay. Na gut. Wenn er nicht behandelt wird. Hallo? Das ist nicht normal, ne? Geht's aus hier? Hoch, bitte. Danke. So geht das hier nicht. Mit kritischen Symptomen ja angehen zu lassen, ne? Aber okay, können wir nichts dran machen. Können wir nichts dran machen jetzt, ne? Okay, wie sieht es aus bei der Neuro? Da ist es in Ordnung. Da auch innere Chirurgie, Intensivstation, Labor, Radiologie, ne? Ja, ansonsten passt es. Ansonsten passt es, ne? Ja. Also wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir das besser alles machen. Das ist klar. Aber gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Ich danke euch soweit fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder. Ach, nächster Patient kolliert. Na toll. Na toll, Leute. Egal. Wir sehen uns wieder auf jeden Fall. Ich sag einmal erstmal bis dahin. Servus und tschüss.